Wie soll ich als Frau gut vor der Kamera aussehen? Diese oder ähnliche Fragen kriege ich immer wieder gestellt, deswegen habe ich mir einen Experten dafür geholt. Dominik Schaar, offizieller Film-, Musik-, Videoproduzent und Kameramann seit eh und je. Richtig. Dominik ist ein guter Freund von mir. Ich nehme gerade oder habe heute Videos bei ihm im Studio aufgenommen und da habe ich ihn dazu genötigt, mir seine besten Tipps mitzugeben, wie man gut vor der Kamera aussieht. Dominik hat sich erst ein bisschen gesträubt, aber jetzt hat er es für mich gemacht. Deswegen hier die besten Tipps, wie du als Frau gut vor der Kamera aussiehst. Viel Spaß. So, wie könnt ihr jetzt natürlich auf Fotos, Selfies oder auf Videoaufnahmen das berühmte Doppelkinn verhindern? Genau, indem ihr als allererstes mal nicht, so wie ich den Kopf nach hinten habe, sondern wirklich die Schulter nach hinten zieht, probiert erstmal den Hals zu strecken. Das würde jetzt natürlich auf dem Bild etwas doof aussehen, wenn ich so dastehe. Und dann einfach den Kopf nur wieder runternehmen. Denn alleine durch das nach hinten ziehen der Schultern habt ihr schon mal nicht das Problem, dass ihr so nach vorne fallt und hier dieses nette Doppelkinn bekommt, sondern einfach gut gestreckt. Und dann ist das Doppelkinn-Problem ganz einfach weg. Der nächste Tipp ist natürlich von einem Mann, sage ich mal, mit breiten Schultern etwas komisch anzuhören, aber er ist wirklich wirkungsvoll. Viele Frauen sagen immer auf den Bildern, ich sehe so dick aus, ich sehe so breit aus. Ja, das liegt aber auch ganz einfach an der Körperhaltung. Denn wenn ihr nämlich so steht, die Arme dran, dann sieht das Ganze kastig aus. Dreht euch lieber dafür für Bilder oder auch für die Videoaufnahmen lieber leicht zur Kamera ein, macht die Hand am besten noch in die Seite und dreht euch ein wenig weg. Dadurch bekommt ihr automatisch eine schmalere Silhouette. Das gleiche gilt auch nochmal für die Füße. Das bedeutet, wenn ihr etwas schräg steht und am besten immer den zur Kamera zeigenden Fuß einfach nur leicht anwinkelt, also schaut euch mal ein bisschen in dem Bereich so zum Beispiel diese Fitnessmodels an, die haben das nämlich richtig gut raus. Einfach ganz leicht eindrehen, den Fuß ein wenig anwinkeln und automatisch ist die ganze Silhouette insgesamt viel, viel dünner. Der nächste Tipp ist jetzt besonders für Selfies geeignet, denn was macht immer ein gutes Bild oder ein gutes Video aus? Das Licht. Wir haben jetzt natürlich hier im Studio eine Menge Leuchten, eine Menge weicher Leuchten, deswegen sieht das Ganze natürlich super aus. Wenn ihr das zu Hause nicht habt, mein Tipp, macht auf gar keinen Fall gegen das Licht Fotos. Bedeutet, ihr hättet jetzt hier eine Fensterfront, dann ist natürlich alles komplett hier im Gesicht dunkel, denn die Kamera nimmt immer nur das Licht von dort hinten. Genauso auch irgendwie hartes Licht, was von oben von der Decke kommt, ist auch nicht wirklich vorteilhaft, weil dadurch bekommt ihr hier natürlich ganz tiefe Tränensäcke beziehungsweise immer einen Schatten quasi von den Augenhöhlen nach unten. Deswegen am besten nehmt einfach eine Fensterfront, die so zu euch schaut und macht dort gegen das Selfie. Denn davon bekommt ihr einmal sehr, sehr viel Licht auf die Haut, was das Ganze sehr, sehr weich macht. Außerdem gehen die Pupillen auf und dadurch bekommt ihr natürlich nochmal einen richtig, richtig schönen Glanz in den Augen. Das perfekte Lächeln ist natürlich, sage ich mal, einer der schwierigsten Punkte, das richtig zu finden. Das Wichtige ist, es sollte natürlich sein. Das Schlimmste ist immer, wenn eine Fotokamera kommt und schießt, dann entsteht dann so da, sagt das Lachen natürlich richtig extrem. Das wirkt nicht. Also auch nicht auf Bildern. Und manchmal, wenn man dann so immer da steht, wirkt auch nicht. Stellt euch am besten einfach eine sehr schöne Situation vor und reagiert so, wie es euch der Körper vorgibt und nicht unbedingt, nur weil jetzt einer schreit, Cheese, dann irgendwie so ein Zähnchen zeigen, ist völliger Schwachsinn. Probiert das Ganze wirklich so entspannt wie möglich und wenn euch nach einer lustigen Situation ist, dann lacht so, wie ihr normalerweise dort auch lachen würdet, denn das wirkt immer noch auf den Bildern am allerbesten. Die Schokoladenseite. Die Schokoladenseite gibt es keine Regel dafür, die müsst ihr einfach bei euch selber finden. Die findet ihr am besten so, wenn ihr euch Bilder anschaut und einfach mal sagt, ja, da sah ich für mich am besten aus. Wenn ich den Kopf nach dort gedreht habe oder nach dort, bei mir ist es in meinem Fall einfach hier. So fühle ich mich persönlich wohler, wenn eher diese Seite mehr auf dem Bild ist. Das müsst ihr einfach für euch selber herausfinden und dann euch selber, sage ich mal, im Kopf ein wenig dazu trainieren, die Schokoladenseite bei einem Foto oder bei einem Video ein bisschen natürlich mehr hervorzuheben. Jetzt kommen wir natürlich zum wichtigsten Teil beim Selfie machen, die Kameraposition. Also, was natürlich erstmal gar nicht geht, ist von ganz hier oben, denn dort habt ihr einfach mal viel zu viel vom Boden drauf. Was auch nicht geht, von ganz unten, dort ist natürlich wieder das Doppelkinn willkommen. Deswegen, eine kleine Grundregel, nehmt die Augen als Ausgangspunkt. Das heißt, probiert die Kamera so weit wie möglich von euch wegzuhalten und dann ein wenig darüber. Damit verhindert ihr das Doppelkinn, seht einfach gut aus und es ist relativ viel im Bild zu sehen. Am Ende des Tages zählt nämlich nur eins, dass du dich gut fühlst. Weil ganz ehrlich, wenn du scheiße drauf bist, eigentlich gar keine Lust hast und nicht gerade berufstätig ein Model bist,
dann gebe ich dir den Tipp, dann lass es auch, dann mach das Foto am nächsten Tag. Denn ganz ehrlich, ein Bild soll ja auch eine schöne Erinnerung für dich sein. Und das wäre natürlich schade, wenn diese Erinnerung eigentlich immer mit irgendeinem Scheißerlebnis in Verbindung steht. Deswegen fühle dich einfach gut und dann sehen deine Bilder auf jeden Fall auch gut aus. Das waren die besten Tipps von Dominik. Dominik, vielen lieben Dank für deine Tipps. Dominik hat auch seinen eigenen YouTube-Kanal, How to be a Filmmaker. Ich bin auch ab und zu auf dem Kanal vertreten mit anderen Videos. Wir sind sowieso des Öfteren zusammen, da sieht man den. Dominik hat man auch in Videos von mir schon gesehen. Wenn du mehr darüber erfahren willst, wie du gut vor der Kamera aussiehst, wie du geile Videos produzierst, wie du gute Selfies machst und alles, was damit zu tun hat, dann klick auf den Link in der Videobeschreibung, beziehungsweise hier unten ist jetzt auch irgendwo so ein Button, auf den du draufklicken kannst. Da kommst du direkt auf den Kanal von Dominik und deinem Team und kannst mehr darüber erfahren, wie du hochkarätige Videos produzierst, wie du gut vor der Kamera aussiehst. Und wenn du den Dominik einfach nur sexy findest, dann kannst du natürlich auch seinen Kanal abonnieren. Das ist auch dein gutes Recht. Das habe ich beim letzten Video, wo wir den Vlog zusammen gemacht haben, also, oh, der Dominik ist ja Single. Stimmt. Und ich gefragt, ob du Single bist. Ich sage nichts dazu. Geh auf den Kanal, check den Kanal aus, dann wirst du auch erfahren, ob Dominik Single ist und ob du da eventuell noch Chancen hast. Vielen Dank, Dominik. Gern geschehen.